Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 16. Mai 2023 zur 803. Folge Verbinde die Punkte. Eine kleine Sondersendung heute. Ja, ist schon eine Zeit lang her, dass ich in diesem Intervall, also ja, gleich am nächsten Tag, die nächste Sendung mache. Aber ja, die Ereignisse fordern es und ja, ich kann nicht anders, als da direkt drauf eingehen. Wir quatschen nicht lang rum, wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, wir beginnen sofort mit den aktuellen Ereignissen. Da hat's gewaltig gerappelt im Karton gestern und ja, wir schauen es uns einfach an. Ja, wir beginnen mit einem Q-Post mal wieder. Dem zwischenzeitlich letzten, ja, in den letzten Monaten ist noch der ein oder andere dazugekommen, aber dieser Post Durham war ja lange, lange das letzte, was wir von Q gelesen haben. Vom 13. November 2020 lesen wir hier den Post 4952, wie gesagt, Durham. Und viele haben bereits damit gerechnet, dass der Durham-Bericht ja nie herauskommen wird. Ja, wir wurden gestern eines Besseren belehrt und auf das gehen wir in der heutigen Sendung auch ein. Auch wenn es hier heißt, der letzte Q-Post ist ungefähr so gut gereift wie ein Thunfisch-Sandwich in einem heißen Auto. Ja, wir werden uns anschauen die nächsten Tage, wie sich das weiterentwickeln wird. Gestern Abend gab es da ja eine größere Aufregung, nicht nur um ja, den Bericht von John Durham, der da herausgekommen ist, sondern auch das ein oder andere weitere Detail wurde uns präsentiert. Und ja, für alle, die nicht wissen, was Q oder ja, für viele im Mainstream ja QAnon genannt ist, es geht ja um eine Verschwörungstheorie, die ja, gewisse Eliten mit durchaus kriminellen und menschenverachtenden Praktiken. Hallo. Das ist wieder eine Autowerkstatt. Hey. Und sämtliche Autosatzteile drin, wie Türen, Sitze, Reifen. Und wenn ein Neuling kommt oder irgendeiner fehlt ein Teil, dann suche ich da ein bisschen Handel zu betreiben. Hey, das ist eine nette Idee. Der Schrottplatz ist ziemlich weit entfernt und jeder hat keine Lust. Und naja, ich fahre da ein bisschen gern spazieren und hole mir die Teile vom Schrottplatz und lager sie da ein. Und wenn alles einmal so weit fertig ist, dann werde ich das veröffentlichen hier im Chat oder irgendwo, damit die Jo. Leute Bescheid wissen. Ja, guck an, das klingt ja gut. Ja, jetzt mache ich die Kästen alle voll. Dann geht's los, dann schauen wir, ob er Interesse hat. Oder ein Neuling, ne? Wenn nicht ein Neuer kommt und der findet irgendwo ein Auto ohne Reifen und ohne irgendwas, dann kann man sich da sicher zusammensprechen und ich hab da dann Vollrüstung. Bis auf den Motor, den habe ich nicht, aber der Rest ist alles vorhanden. Ne? Ja. Ja. Und so auch, wenn irgendwo ein Teil noch fehlt, vielleicht beim Auto oder was, vielleicht hat er Interesse. Dann, aber das passiert alles auf Tauschhandel. Ja, dann War wirst du sehen. zumindest mein Plan. Gut, gibt es noch irgendwas, was du brauchst, falls ich mal was sehe oder so? Was ich dir eventuell mitbringen kann dann? Naja, die Autosatzteile halt immer wieder, ne? Ja. Motorhauben, zum Beispiel Motorhauben habe ich noch keine einzige. Also dürfte ein bisschen eine Rarität sein, ja. Solltest du mal Motorhauben sehen, Leica oder Volkswagen, Ja. ja. Da hätte ich Interesse, die zu holen, Bring weil wie ich gesagt, habe ich mit noch denn keine einzige. oder ja genau oder ich sag dir dann Bescheid. Ja, bei Kofferraumdeckel Volkswagen habe ich schon zwei Stück, mehr gehen Kasten nicht rein. Ja, nach und nach dann vervollständigen. Ist zwar ein bisschen mühsam, jedes Mal am Schrottplatz zu fahren und wieder zurück, aber ist auch egal. Du, wenn man schon alles hat, was muss man sein neues Ziel suchen. Ja, das stimmt wohl. Und ich habe mir gedacht, eben, wenn die Neulinge kommen, nochmal vier Autoreifen suchen und finden, die so da was. Und so
hole ich das alles beisammen und notfalls fahre ich mit meinem Auto dann dorthin, wenn wer Hilfe braucht. Und dann machen wir das schon. Ja, Wird auch die Idee ist Starthilfe auf jeden Fall geben. nett. Ja, schauen wir, ob es angenommen wird. Ach, bestimmt. Hast ja bei mir gesehen, wie lange das gedauert hat, obwohl ihr mir schon geholfen habt, ne? Ja, du bist mein Nachbar, jetzt komme ich erst drauf. Ja. Bist du schon super ausgerüstet, hey? Ja, na, hab ich ja von Dings gekriegt hier, von Touch letztens ein bisschen was. Apropos, dir fehlen ja eh noch Türen, oder? Na, mir fehlt noch, ja, ich glaube die Beifahrertür und hinten links fehlt, glaube ich. Komm rein, stell dir daher auf diesen Parkplatz und wir machen das gleich. Hey, Bist jo. mein erster Kunde. Warte, ich will ihn mal holen. Oder? Du müsstest, ich weiß nicht, ob du das montieren kannst mit den Fanpointe, wir können es probieren. Ja? Also Motorhaube anbauen ging auch. Man sollte vielleicht auch funktionieren, wa? Hast du einen Markenhebel aus der Werkzeug auch? Ja. Okay, na dann probieren wir es mal. Ich bringe da die Türe Da liegt links nur ein Wagenheber hinten rein. auf der Erde, ist der von dir? Ja, so ein Willkommensgeschenk, wenn du wüsst, wenn du noch keinen hast. Warte mal, ich glaube, ich hatte schon ihn. Ja. Also den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist ja schon lieb genug, dass du mir meine Türen machst. Dann brauche ich wieso keine Angst mehr haben, dass er geklaut wird. Ja, probier mal, ob es geht. Montiert. Wie wandert es nochmal hier mit dem? Ah, da musst du den Magenheber in die Hand nehmen. Und dann hast du eine Option. Ich glaube, Wagen aufheben oder irgendwie so ähnlich heißt es. Ah ja, stimmt, muss ich ja wieder hier F4 gedrückt halten, ja. Jo. So, jetzt diese Türe da, oder genau, jetzt sieht man es plan. Nun, die ist drin. Genau, und die Beifahrertür war noch, falls du da auch ihn hast. Moment, am Die Kasten habe ich Schränke noch sind auf jeden Fall keine. auch schick. Moment.
Da ist er. Da ist sie, gefunden. Meine einzige, gell? Ei. Muss ich mich ja gleich doppelt und dreifach bedanken, Mensch. Ja, wie gesagt, solltest du rechts vorne Türe finden, die wir die brauchen wieder. Ja. Die eilt jetzt nicht, gell? Und Motorhauben, hast du gesagt, ne? Und Motorhauben, genau. Ich hab grad noch eine nette Idee für dich gehabt, ne? Kannst du nicht auch vielleicht mit den Admins mal quatschen und dann sagen hier, wie's ich, du sammelst auch dann für dich selber hier irgendwie irgendwelche Autos ein, die irgendwo rumstehen und sagst dann, verkaufst die oder so? Dass du wie so einen Autohandel machst auch vielleicht? Das wäre doch eigentlich auch eine nette Idee. Naja, mit den Neulingen, die haben ja alle kein Geld, ne? Der kann ja kein Auto verkaufen. Ja, das stimmt wohl. Das ist, du kannst entweder nur auf Tauschhandel gehen, ja, so wie bei dir jetzt zum Beispiel, dass du mal einen Motorhaube bringst oder vielleicht eben diese rechte Beifahrertür, weil ja. Die dürfte ein bisschen rarer sein. Ja, so Geld was nehme ich nicht. Hier auf Tauschhandel das Ganze aufgebaut. Ja, wollte gerade sagen, ich wollte jetzt schon fragen, was du jetzt eigentlich haben was du jetzt eigentlich kriegst dafür, aber ja, können wir auch so machen. Kalt die Augen offen. Na genau das. Ja. Der Motor haben, Motor. Jetzt bist du nämlich mobil, jetzt geht alles viel leichter. Jetzt kommst du viel besser rum und kannst da viel mehr einladen. Ja. Das macht das Spiel um einiges einfacher. Das ist wohl wahr, ja. Schloss hast du eh drin, ne? Ja. Jo. Und immer die Türe zu machen, nicht vergessen, gell? Weil wenn du stehen bleibst und du lässt die Türe offen, trotz Schloss, können Leute einsteigen und davonfahren. Ja, muss ich drauf achten. Ja. Genau, und so ist mein Plan. Das macht Spaß. Und dieses Haus baue ich jetzt noch aus. Ein bisschen mit. Und dann versuche ich meinen Vorrat aufzustocken. Boah, das ist auf jeden Fall eine nette Idee. Spart man sich dann die Suche und alles, ne? Ja, genau, für die anderen. Ich muss suchen. Ja, du musst suchen, ja. Aber wie gesagt, die können ja gerne mit. Ich hab die ganzen Sachen zum Beispiel habe ich alles am Schrottplatz, ne? Da bin ich heute schon, glaube ich, dreimal zum Schrottplatz gefahren. Weil ich ja dann doch ein bisschen mehr Zeug habe. Naja, in den normalen Garagen ist sehr selten, aber Schrott findet man immer gute Sachen. Außerdem brauche ich die Vorhängeschlösser, da findet man ziemlich viele. Ja. Kannst du sonst noch irgendwas brauchen, wo ich dir ein bisschen unter der Arme greifen kann vielleicht? No. Momentan eben nur wie gesagt Autosatzteile wie Motorhauben, Leica oder Volkswagen, Beifahrertüren, Volkswagen zum Beispiel auch. Ja. Jo. Da ist mir momentan am meisten geholfen mit solchen Sachen. Naja, halt ich auf jeden Fall die Augen offen. Ich wollte heute vielleicht mal ins Eis fahren. Nö, jetzt bist du mobil, jetzt ist kein Problem, ne? Naja, eben. Und das kann man auch mal ein bisschen mehr mitschleppen. Genau. Gut, ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Ich werde jetzt noch mal kurz aus deinem Brunnen trinken, wenn ich darf. Und dann mache ich erstmal einen Natürlich. Okay, passt. Dann bis später. Dann viel Spaß. Na, heute. Ja, dir auch. In Verbindung bringt, wenn wir ein aktueller Podcast-Beitrag hier von, ja, unserer guten Freundin, der Extremismusforscherin Julia Ebner, der wohl einzigen Expertin, die man im Mainstream jetzt zur Verfügung hat. Tut mir leid, muss ich immer ein bisschen lachen.
wenn es da ja für gewisse Themen nur einen einzigen Experten oder Experten gibt. Aber das nichts Neues, um so zu sagen. Wir sehen ja, dass eben die Deutschen besonders anfällig sind. QAnon ja ein Kunstwort, das da ja vor allem von amerikanischen und dann auch von deutschen Mainstream geschaffen wurde. Ja, ich habe schon angedeutet, QAnon, Verschwörungsmythen heißt es hier. Die Bewegung QAnon wird zur Religion, was du jetzt korrupte Eliten foltern unterirdisch Kinder. Das Coronavirus ist eine Biowaffe und Donald Trump der Erlöser. Ja, zumindest die ersten zwei Punkte könnte der ein oder andere in den letzten Jahren als durchaus zutreffend erkannt haben. Korrupte Eliten foltern unterirdisch Kinder. Ja, ganz so weit sind wir in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht. Wir wissen, da gibt es genug Hinweise darauf, und das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, führt durchaus in eine gewisse Richtung. Vor allem, wenn es mehr und mehr ausufernden Kindesmissbrauch geht, den wir da an vielen, vielen Stellen feststellen mussten. Egal, ob das jetzt Vorwürfe gegen die katholische Kirche sind, ob das gewisse systemische Missbrauchsvorwürfe in Deutschland, in den Vereinigten Staaten und anderswo ist. Oder ja, die große Thematik rund um Jeffrey Epstein. Und ja, da blicken wir doch auf die Elite. Die Elite von New York, wir sind in der Gegenwart, heißt es. New Yorks Elite fängt damit an, die Beziehung zu Jeffrey Epstein zu bereuen, nachdem mehr und mehr rausgekommen ist, dass er ein Pädophiler war. Und ja, hier kamen nun Hunderte von Meetings, Einladungen und private Flüge heraus, bei denen der ein oder andere teilgenommen hat. Wie ihr seht, die Dinge kommen ins Licht, und das, was vor 3, 4, 5 Jahren noch krude Verschwörungstheorie war, wird langsam als eine Art öffentliches Allgemeinwissen angesehen. Wir bleiben noch kurz beim Thema, bevor wir wieder zurück in die Vereinigten Staaten kommen. Italien zum Beispiel ermittelt wieder im Fall um verschwundenes Vatikanmädchen Emanuela Orlandi. Wie gesagt, die weltweiten Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche habe ich bereits angesprochen. Hier dürfen wir uns durchaus noch das eine oder andere erwarten. Wir blicken nach Polen, wo der Premierminister sich dafür ausgesprochen hat, dass nach der Tötung eines 8-jährigen Jungen die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Wie das in vielen, vielen Bereichen in die richtige Richtung. Und ja, hier heißt es, die Schulen müssen die Kinder zum Sexualpartner. Die Schulen müssen die Kinder um Sexualpartner zu haben, meines Erachtens ein Wort. Wir sehen, dass eine Frühsexualisierung der Kinder ab der Kita sozusagen von vielen offiziellen Stellen als wichtig und richtig angesehen wird. Auch das meines Erachtens kein Zufall. Wir sehen hier eine generelle Bewegung. Im Hintergrund steht das große Wort des Transhumanismus, weil diese missbräuchlichen Taktiken, Strategien, die wir da beobachten müssen, sollen dazu führen, dass der Mensch am Ende des Tages nicht mehr weiß, wer er tatsächlich selbst ist. Durch viele, viele Traumata von sich selbst entfernt wird. Das Ganze geht natürlich schon, wie gesagt, im Kindergarten los. Und ist meines Erachtens auch nichts, was jetzt Einzelfälle betrifft, sondern auch hier sehen wir eine systemische Ausrichtung, die sich vor allem gegen die Kinder richtet. Ja, dann haben wir hier einen weiteren Bericht der Daily Mail. Wut wegen der Sexualerziehung der Weltgesundheitsorganisation. Hier geht es um frühe Masturbation in der Kindheit. Und Gender-Identitäten für unter 4-Jährige. Ja, auch hier muss es wohl einen Grund geben, dass man diese Themen schon den Allerkleinsten aufbürdet. All das Part of the Game. Denn das wird diese Tage mehr und mehr in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, und auch das Thema der Regenbogenfahne hat damit zu tun, meines Erachtens. Nicht auf den allerersten Blick, aber wie gesagt, das große Thema.
Stimme des Transhumanismus im Hinterkopf haben. Da macht es alles sehr gut Sinn, was wir da beobachten müssen. Und nun gab es ein Eklat in Frankreich. Spieler weigern sich, mit Rainbow-Trikot zu spielen. Ja, die Menschen wehren sich von diesen Dingen die Schnauze vor. Nun gut, damit kommen wir langsam zu den Protagonisten. Und da gab es neben der Durham-Entwicklung gestern noch einen zweiten Paukenschlag. Die Virgin Islands haben nun eine Vorladung ausgesprochen, und zwar für Elon Musk. Er soll nun im Fall Jeffrey Epstein aussagen. Ja, was hat Elon Musk mit Jeffrey Epstein zu tun? War er selbst Kunde? Weiß er mehr über die Speed? Von Jeffrey Epstein zu diversen Banken. All das wird uns am 25. Mai, glaube ich, präsentiert werden. Das ist, vorausgesetzt, Elon Musk wird zu diesem Termin erscheinen. Ja, auf das. Auch da dürfen wir natürlich gespannt sein. Elon Musk wird uns auch weiter natürlich ein bisschen begleiten. So, dann kommen wir zur großen, großen Verlautbarung gestern und eigentlich dem Grund meiner heutigen Sondersendung. Es hat sich bereits gestern Nachmittag angekündigt, beziehungsweise am Morgen amerikanischer Zeit. Das amerikanische Oversight-Komitee des Repräsentantenhauses hat Hinweise bekommen, dass die Durham-Ermittlung, die Durham-Investigation beendet worden ist am gestrigen Tag. Und ja, das hat sich dann tatsächlich bestätigt. CNN titelt: Der Spezialberater John Durham hat in seinem Bericht festgestellt, dass das FBI niemals die Trump-Russia-Untersuchung herausgeben hätte dürfen. Und hatte tatsächlich keinerlei Hinweise darauf, dass es eine Zusammenarbeit während des Wahlkampfes 2016 zwischen Donald Trump und russischen Kräften gab. Und ja, das Ganze ist für diejenigen, die sich da länger beschäftigen, natürlich nichts Neues. Neu ist, dass die Dinge nun ja ganz offiziell im amerikanischen und auch europäischen Mainstream berichtet werden. Fox News titelt: Durham findet heraus, dass das Justizministerium und das FBI gescheitert sind, hier ihre Mission durchzuführen, sich strikt an das Gesetz zu halten in der Trump-Russia-Untersuchung. Ja, hier geht es um die Ursprünge der Crossfire Hurricane-Untersuchung im Jahr 2019 und das alles. Hat sich nun als ein riesen Hoax herausgestellt. BBC titelt: Das FBI wird vom Spezialberater Durham kritisiert für die Trump-Washer-Hexenjagd. Nicht ganz wirklich übersetzt, aber so, dann können wir es am Ende des Tages wohl nennen. Eine Hexenjagd. Und alle haben sie mitgemacht. Wir gehen es einfach durch, weil es so schön ist. Der Durham-Bericht hat herausgefunden, das FBI hat keine tatsächlichen Beweise, als es die Trump-Untersuchung eröffnet hat. Und ja, hier ist er. Der Durham-Report kriege ich dann irgendwie mittig hier schön. 300 Seiten lang, kann man sich anschauen, wenn man denn die Zeit hat. Es werden Namen genannt und auf das gehen wir im Folgenden ein. So, hier heißt es: Jim Jordan, wir kennen ihn aus dem Repräsentantenhaus, er plant, Durham vorzuladen, um hier vor dem US-Kongress auszusagen, nachdem er eben seinen vernichtenden Report hier präsentiert hat. Hat ihn direkt angeschrieben und hier heißt es bei American Greatness: Ja, in dem vernichtenden Report hat Durham eben festgestellt, das FBI, haben wir schon gehabt, keine aktuellen Beweise einer Zusammenarbeit gehabt hat, um die Crossfire Hurricane Investigation zu rechtfertigen. Ja, großer Paukenschlag. Und ja, wir sind gespannt, welche Art von Konsequenzen das haben wird. Wo es gestern natürlich schon sehr, sehr viel Aufregung gab, ist bei Twitter. Und da schauen wir uns den ein oder anderen Tweet nun an. Hier heißt es: Ja,
Der Sonderstaatsanwalt John Durham veröffentlicht einen über 300-seitigen Bericht, der bestätigt das, was jeder mit einem funktionierenden Gehirn seit 2016 weiß. Es gab keine russische Absprache, no collusion. Das alles diente dazu, die Spionage von Präsident Donald Trump durch den Deep State, also die Spionage gegen Donald Trump durch den Deep State zu rechtfertigen. Ja, wir nannten das immer Verrat, Hochverrat, Treason, wie auch immer. Ja, und inmitten des Ganzen natürlich unsere alte Freundin Hillary Clinton. Hier heißt es, der Durham-Bericht entlarvte Hillary Clinton völlig, weil sie gelogen und den wissentlich gefälschten Trump-Schwindel über russische Absprachen verbreitet hatte. Können wir jetzt tatsächlich ihre Absprachen mit anderen Ländern untersuchen, wie zum Beispiel mit China auf den Uranian One-Skandal, werden wir heute auch noch eingehen. Also, ja, es ist endgültig auf dem Tisch. Beim Leading Report heißt es hier, dem Durham-Bericht zufolge war die von Hillary Clinton, CIA-Direktor John Brennan, Obama, Biden, Loretta Lynch und FBI-Direktor Comey verbreitete Geschichte, Donald Trump mit Russland in Verbindung zu bringen. Ein Schwindel. Ja, und so könnte man weitermachen. Hier heißt es von Queen Lives Matter oder Queen Lives Matter. Um den Durham-Bericht zusammenzufassen. Hillary Clinton hat Trump inszeniert und ihm Hochverrat vorgeworfen, um ihn von der Macht zu verdrängen, während Obama, Biden und das FBI wussten, dass es sich um eine Fassade handelte, aber sie machten trotzdem weiter. Wenn es wie ein Massenverrat klingt, dann deshalb, ja, weil es so ist. Und ja, einfach weiter bei Twitter. Technofork hat einen Thread erstellt. Wir haben den Durham-Report, die Clinton-Kampagne, zur Verbindung. Der Clinton-Wahlkampfplan, so rum, zur Verbindung von Trump und Russland, der CIA bekannt war, wurde Präsident Obama, Präsident Vizepräsident Biden, A.G. Lynch und FBI-Direktor Comey mitgeteilt. Ja, wie gesagt, ein Thread, hier kann man sich anschauen, alle Links, wie immer, auf meiner Homepage verbinde die Punkte im Media. Und dann heißt es hier noch von Greg Price, ja, dem Durham-Bericht zufolge wurde der Plan von Hillary Clinton, eine falsche Geschichte zu verbreiten, die Donald Trump mit Russland in Verbindung bringt, im August 2016 von CIA-Direktor John Brennan, Präsident Obama, Vizepräsident Biden, A.G. Loretta Lynch und FBI-Direktor Comey geteilt. Also, immer die gleichen Namen, die wir sehen. Und ja, hier nochmal die gute Hillary. Der Durham-Bericht entlarvte Hillary Clinton komplett, weil sie gelogen und dem wissentlich gefälschten Trump-Schwindel über russische Absprachen verbreitet hatte. Können wir jetzt, ja, hat man schon, ja, tut mir leid. Wie gesagt, gestern Abend bzw. Nacht noch eilig zusammengestellt, all die Meldungen, und heute früh, ja, muss ich das natürlich gleich in den Äther bringen, sozusagen. Nun gut, hier heißt es, die Obama-CIA, das Justizministerium, das FBI, das DNI, das Außenministerium, die Clinton-Kampagne und so weiter haben sich mit ausländischen Spionen und dem gesamten linken Medienapparat verschworen, um wissentlich eine massive Lüge zu verbreiten, um Donald Trumps Präsidentschaft zu verhindern, und haben dann versucht, sie auszunutzen, ihn zu stürzen. Das war der Staatsstreich, der Coup d'État. Ja, und wie gesagt, in den USA spricht man da ganz offen von Hochverrat inzwischen. Und ja, wir wissen, was da die Konsequenzen sein könnten. So, Trump hat reagiert. Die amerikanische Öffentlichkeit wurde belogen, betrogen. Präsident Trump antwortet auf den Durham-Bericht, der bestätigt, dass Hillarys böser Plan oder der Hillarys bösen Plan bestätigt, ihn mit Russland in Verbindung zu bringen. Und ja, wo wir gerade bei Donald Trump schon sind, er hat bekannt gegeben, auch das ein aufsteigendes Thema, alle JFK-Mordakten zu veröffentlichen, wenn er als Präsident wieder gewählt wird. Also ähnlich wie Robert F. Kennedy Jr. kündigt er an, hier die große Verschwörung, in dessen Mittelpunkt wohl die CIA steht. Ja, öffentlich zu machen. Richtig was los in den Vereinigten Staaten in diesen Tagen. Ja, wunderbare Entwicklungen, wie ich finde. Ja, hier nochmal, wer hat JFK tatsächlich getötet? Trump gibt an, alle Akten zu veröffentlichen, wenn er wiedergewählt wird. So, dann noch ein Wort von Kate Awakening. Der Durham-Bericht bestätigt, Donald Trump
ist unschuldig. Das FBI ist schuldig. Das Justizministerium ist schuldig. IC ist schuldig. Comey ist schuldig. McCabe, Strzok, Lisa Page. Die Pfizer-Richter. Rosenstein, Chris Wray, Gina Haspel, Sally Yates, Lisa Monaco und so weiter und so fort. Alle schuldig. Das amerikanische Volk, ja, von der Justiz ausgeraubt. Also ein großes Bohö, das wir da feststellen können. Und ja, hier noch ein Wort von General Mike Flynn. Das amerikanische Volk muss verstehen, was dieser Putschversuch, ich habe kein besseres Wort dafür, für unser Land oder unser Land angetan hat. Lesen Sie den Bericht selbst und lassen Sie ihn auf sich wirken. Ja, alle haben es mitgemacht. Und das wird ganz öffentlich momentan, ja, verlautbart. Was für eine Show. So, weitere Berichte über den Durham Report. Der Plan von Hillary Clinton, Trump mit Russland in Verbindung zu bringen, wurde von John Brennan und Obama und Biden bereits im August 2016 unterstützt. Und hier ist es bei Breitbart, das FBI hätte niemals diese Russia Collusion Untersuchung starten sollen. Und ja, das Ganze tröpfelt sogar ganz langsam in den europäischen deutschsprachigen Mainstream. Wir blicken auf den Standard aus Österreich. Neuer Bericht über russische Beeinflussung der USA, US-Wahlen 2016. Kritisiert das FBI. Ja, der ehemalige Staatsanwalt John Durham sollte die Arbeit des FBI in der Causa untersuchen. Der Bericht hält aber natürlich wenig Neues bereit. Stimmt, wir wussten das alle schon zu Beginn. Natürlich müssen die europäischen Mainstream-Medien da auch ein bisschen ihre Leser schützen. Nicht, dass man da ja schon am Frühstückstisch aus den Latschen kippt. Auch der Spiegel reagiert. Trumps Sonderermittler bescheinigt FBI schlampige Arbeit. 4 Jahre lang untersuchte John Durham im Auftrag von Donald Trump das Vorgehen des FBI in der Russland-Affäre. Und stellt der Bundespolizei ein mieses Zeugnis aus. Der Ex-Präsident ist entzückt. Ja, wird er wohl sein. Und ja, hier ist es bei der Süddeutschen. Trumps Sonderermittler beanstandet Russland-Untersuchungen des FBI. Ja, hier wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis dann auch die Namen Obama, Clinton, Brennan und so weiter auftauchen dürfen. Ja, ein Blick nochmal zurück zur Mail Online. Dieser Durham-Bericht hier natürlich nicht der einzige Skandal, in Anführungszeichen, der uns da an diesen Tagen präsentiert wird. Wir blicken auf die CIA, wo es nun heißt, ein ehemaliger CIA-Chef, der zugegeben hat, dass der dreckige Dirty 51, also dieser Brief, der von 51 Geheimnisbeamten unterzeichnet wurde, politisch war. Er gibt zu, dass die Agency mit der Biden-Kampagne, ja, oder sich mit der Biden-Kampagne verschworen hat, um diesen Brief zu produzieren und fälschlich zu behaupten, dass die E-Mails auf dem Hand der Biden-Laptop russische Desinformation waren. Also auch hier erneut ein Versuch der CIA, hier ja, sich politisch auf amerikanischen Boden zu engagieren. Und auch das nicht unbedingt etwas, was ja, die Amerikaner auch juristisch so gutheißen können. Ja, auch das FBI war nicht dabei. Hier wird von Machtmissbrauch gesprochen. 3 Whistleblower werden darlegen, dass das Büro inländischen Extremismus aufgeblasen hat, beziehungsweise die Statistiken diesbezüglich. Und ja, vor allem, wenn es um den 6. Januar ging, da ebenfalls eine gewisse Einflussnahme stattgefunden hat. Also egal, wohin man blickt in diesen Tagen, wir sehen, in den Vereinigten Staaten hat so ziemlich jede Behörde, zumindest zum Teil, daran gearbeitet, gegen Donald Trump und die Seinen vorzugehen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass auch innerhalb der amerikanischen Behörden und da kann man sprechen vom FBI, von der CIA, vom Justizministerium und natürlich auch vom Militär, sich in den letzten Jahren eine gewisse Gruppe gebildet hat, die aktiv gegen diese Vorgänge krimineller Natur vorgegangen sind. Viele sprechen hier weiterhin von den Whiteheads. So, und wo wir gerade bei den Whistleblower waren, mindestens 5 weitere Whistleblower möchten ja ebenfalls gegen die Biden-Familie aussagen. Das Ganze wird nun langsam richtig, richtig lustig. Ja, wir machen weiter. Der Secret Service lehnt es ab, hier E-Mails herauszugeben, die Besucher von Bidens Haus in Delaware namentlich nennen würden. Auch da gibt es eventuell die ein oder andere Überraschung. Und ja, das Ganze wird nun den Amerikanern entsprechend vorgelegt.
die langsam ebenfalls ja zu einer großen Anzahl beginnen zu sehen, was hier tatsächlich gespielt wird. Hier heißt es, die Mehrheit der Amerikaner sagen Joe und Hunters Geschäftsbeziehungen und ja, vermeintliche Bestechungsaffären sind ernst. Biden-Gate, also Biden-Skandal, wird real und neue Umfragen zeigen, dass die Hälfte der Demokraten bereits glauben, dass ja, diese Einflussnahme hier ein Skandal darstellt. Ja, bei den Republikanern braucht man da inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr nachfragen. Ja, Biden at its best, auch in diesen schwierigen Tagen. Er war mal wieder auf einer kleinen Fahrradtour, hat ja, für ein kleines Interview angehalten. Und ja, klopft sich selber auf den Rücken und ja, nützt die Chance mal wieder, um Amerikaner zu beleidigen. Ja, er wurde von dem Reporter gefragt, was denkst du, wie geht's an der Grenze weiter? Viel besser, als ihr alle erwartet habt, hat Biden hier erwähnt. Werden sie die Grenze besuchen, ging es dann weiter und er sagt, nein, also Biden macht sich da weiterhin ja, einen Spaß, möchte man fast sagen, aber ich denke auch hier wird relativ klar, dass er ja nicht mehr dasselbe ist und ebenfalls einen gewissen ja, Part hier auf der großen Bühne erfüllt. So, was haben wir hier? Ein Bundesrichter beschuldigt nun die beiden Administrationen hier für das für die Krise an der Grenze schuld zu sein. Und ja, der Richter verhindert es auch ebenfalls hier illegal einreisende Ausländer in die USA zu lassen. Dann gab es eine ja, eventuell verhinderte Katastrophe. Eine Bombe wurde gefunden und auch entschärft hier an der US-mexikanischen Grenze. Man versucht eventuell auch hier mit aller Kraft noch für ein gewisses Chaos zu sorgen. Nun gut. Wir bleiben in den USA und das Chaos entfaltet sich auf allen Ebenen. Ich denke, das kann man durchaus so sagen. Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Eine Einschätzung der New Yorker Federal Reserve. Und die müssen das ja schließlich wissen. Biden will Gespräche über Schuldenobergrenze am Dienstag, also heute, fortsetzen. Die USA weiterhin vor einem Zahlungsausfall. Wir haben da bereits von Janet Yellen den 1. Juni als Datum bekommen. Gestern ging es dann noch um den 15. Juni. Und hier wird davon gesprochen. Ja, die Uhr tickt. Gestern waren es 17 Tage mal wieder. Biden deutet an, dass er dafür offen ist, hier härter an Lösungen mit Kevin McCarthy zu arbeiten. Während Kevin McCarthy sagt, der Präsident möchte nicht wirklich einen Schuldenobergrenze-Deal. Ja, kurz bevor sich die beiden eben erneut unterhalten. Also wird spannend auch hier. Heute Yellen bekräftigt weiterhin ihre Befürchtungen. Die Schuldengrenze könnte bereits am 1. Juni eben dafür sorgen, dass die USA vor einer großen Pleite stehen. Und ja, die Amerikaner werden hier laut Yellen von den Republikanern als Geisel gehalten. Interessanterweise hat sich ja Donald Trump auch dafür ausgesprochen, doch die USA endlich pleite gehen zu lassen. Ich denke, er weiß da mehr, gerade wenn es um die Frage, ja, der Corporation und der Republik geht. Geht es da meines Erachtens in eine ganz, ganz klare Richtung. Wir dürfen uns meines Erachtens auf einen durchaus wärmeren Sommer einstellen. Auch da habe ich später sogar noch eine Meldung dabei. Ja, dann treffen sich ja diese Tage die G7 in Japan. Zuvor gab es noch eine Warnung der G7-Finanzminister oder vor einer Unsicherheit in der globalen Wirtschaft. Also, wie gesagt, egal wohin wir blicken, es scheint tatsächlich kurz vor dem großen Knall, oder wir scheinen kurz vor dem großen Knall zu stehen. Ja, hier heißt es noch, die G7-Nationen diskutieren, wie man der ökonomischen Übernahme von China entgegentreten kann. Wir sehen, die Welt tritt mehr und mehr in eine multipolare Phase ein und der Westen, ja, muss erkennen, dass er sich da mehr und mehr, ja, teilweise sich selbst an den Rand gedrängt hat und die G7-Staaten bringen sich zusammen. USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan und, haben wir einen vergessen, Italien. Genau, die sehen da mehr und mehr,
dass ihre beste Zeit wohl vorbei ist. So, dann ein Blick auf gewisse Alternativen. Hier heißt es, die BRICS-Nationen suchen nach finanzieller Unabhängigkeit. Bitcoin als Weltreservewährung bekommt ein gewisses Momentum, bekommt eine gewisse Unterstützung, während hier Gespräche stattfinden, wie man es schaffen kann, sich vom US-Dollar zu trennen. Ja, der Bitcoin als eine Währung ohne das Risiko einer dritten Partei beziehungsweise ja, Vertrauensrisiko könnte da ein großes Werkzeug darstellen. Und ja, hier stellt sich auch die Frage, wer springt als erstes auf den Zug auf oder als zweites? El Salvador hat es ja bereits getan und verschafft sich da einen gewissen Vorteil für die Zukunft. Und die Entwicklung können wir in den Vereinigten Staaten ebenfalls sehen. Hier heißt es, während die USA hier eine Pleite oder einer Pleite entgegensteht, hier geht es um 31 Billionen US-Dollar Schulden, wird der Fall oder der Use Case, die Notwendigkeit für Bitcoin größer und größer. Also, wer wird als erstes auf den Bitcoin offiziell aufspringen? Sind es die BRICS-Staaten? Sind es die Amerikaner? Große, spannende Frage, die natürlich ebenfalls völlige Verschwörungstheorien ist. Wir wissen, es werden ja goldgedeckte Währungen, ganz sicher. Und am Ende des Tages steht dann der Quantenfinanzcomputer. Wir freuen uns alle drauf auf ein zentralisiertes Geldsystem weltweit, das natürlich dann die Guten kontrollieren. Ja, wie gesagt, hier könnte man die ein oder andere Wette laufen lassen, wenn man denn möchte. Jeder macht sich die eigenen Gedanken und wir werden es sehen, wie die Zukunft hier ja, aussehen wird. Dass es am Kryptomarkt noch einige Verwerfungen geben wird, das ist nicht unbedingt die gewagteste Einschätzung. Tether, also ein US-Stablecoin, berichtet, dass 2% seiner Reserven in Bitcoin gehalten werden. Auch das deutet an, dass viele, viele Kryptoprojekte den Bitcoin als eine Art ja, Reservewährung bereits nutzen. Und ja, wenn es vor allem um die Entscheidung der SEC geht, kann das noch zu einigen Verwerfungen auch beim Preis führen, aber der Preis ist meines Erachtens nicht so wichtig. Wir sehen da ein enormes Potenzial, wie gesagt. Aber ja, verwechselt Bitcoin nicht mit einer Investition, ja, wie man sie klassisch kennt, sondern es handelt sich hier tatsächlich um das härteste Geld, das die Welt je gesehen hat. Aber ich wiederhole mich da, ich weiß. Nun gut, hier heißt es, die Chefin der Kryptobehörde des Justizministeriums verspricht nun härter gegen illegale Vorgehen bei Kryptobörsen zu oder vorzugehen, also gegen illegales Verhalten bei Krypto-Exchanges vorzugehen. Also auch da wird wohl noch die ein oder andere Verwerfung zu betrachten sein. So, zurück in die Fiat-Welt. Argentinien hat mal wieder die Zinsen erhöht. Man sieht sich einer 97-prozentigen, nein, die Zinsen werden auf 97% erhöht, während die Inflation mehr und mehr nach oben schießt. Und Argentinien ist aber nicht allein, wenn es um eine immer höher werdende Inflation geht. In Argentinien wurden ja jetzt hier vor kurzem erst Kryptowährungen völlig verboten. Ja, faktisch, nachdem man sich da mit dem IWF mal wieder ein bisschen ins Bett gelegt hat. Man lernt nicht immer aus seinen Fehlern. So. Dann wurde natürlich am Wochenende noch vielerorts gewählt. Auch das ein Thema, das uns heute noch beschäftigt. In Thailand haben die Wähler sich wohl entschieden, hier die ja, von dem Militär oder vom Militär unterstützte Führung abzuwählen. Thailändische Wähler haben ein ja, aufsehenerregendes Ergebnis abgeliefert. Und zwar hat man eine Oppositionsparty nun ja an die Macht gewählt, die für radikale Reformen in den Institutionen des Landes steht. Also überall werden gewisse Machtstrukturen hinterfragt und die ein oder andere wird sogar schon abgebaut. Damit blicken wir nach Pakistan, wo Imran Khan das Militär beschuldigt,
seine Verhaftung angeordnet zu haben. Also wenn wir immer der Meinung sind, das Militär ist die einzige Lösung, müssen wir auch hier mal schauen, in welchem Stadium das Militär in den einzelnen Ländern bereits ist. Denn ja, auch hier gibt es innerhalb des Militärs, der Geheimdienste, der Polizei und so weiter natürlich ja, vielerorts zwei Gruppen, die sich nicht unbedingt gut verstehen. Und wir bleiben Imran Khan. Es gibt gewisse Verschwörungstheorien. Imran Khan oder Imran Khans Verhaftung steht im Zusammenhang mit einer geheimen Nuklearexplosion in der Ukraine. Da haben wir bereits gesehen, dass es da gestern oder am Sonntag zu einer großen Explosion kam in einem oder bei einem vermeintlichen ukrainischen Waffenlager. Es gibt gewisse Aussagen darüber, dass dort unter anderem die britische panzerbrechende Uranmunition zerstört wurde, was zu einem gewissen, ja, Auftreten von Strahlung in der oder radioaktiver Strahlung in der Region geführt hat. Ja, hat man sich da etwa eine kleine ja, Atombombe ins Nest gelegt? Hier der Artikel: Ukraine erhöhte Radioaktivität in Khmelnytskyi. Ja, Frankreich und UK versprechen mehr Waffen. Ja, hier sehen wir, dass die Gamma-Rate nach oben gestiegen ist. Ja, was soll man dazu sagen? Auch in Kiew kam es gestern Nacht zu erhöhter Aktivität, wenn es um gewisse Bombardierungen ging. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir blicken in den Kreml. Er sagt, also Kreml bestätigt, dass die neuen britischen Waffen für die Ukraine nur noch mehr Zerstörung auslösen werden. Das sehen wir ja, ja bereits seit Jahren. Ich denke, also nicht, ja doch, fast kann man sagen, seit Jahren, seit 1,5 Jahren. Ich denke, gäbe es nicht diese Bewegung zu einer Entwaffnung der NATO-Kräfte, wäre dieser Krieg in der Ukraine seit ja, langer, langer Zeit bereits beendet. Aber eventuell geht es ja darum, hier alles, was an Waffen im Westen vorhanden war, in die Ukraine sozusagen zur Verschrottung zu schicken. Ja, spektakuläre Entwicklung, die wir da in den letzten 1,5 Jahren betrachten durften. So, ja, der Westen erkennt nun eine direkte Einmischung in den Konflikt in der Ukraine an. Das ging nun vom russischen UN-Botschafter hervor. Es gab ja auch gewisse Aussagen wohl von Wladimir Putin, dass am morgigen 17. Mai eine neue Phase dieses ja, eventuell dann Krieges eingeleitet werden könnte aufgrund der fortwährenden Einmischung, ja, vor allem der Briten, die wir da gesehen haben. Man hat ja unter anderem auch Mittelstreckenwaffen an die Ukraine geliefert. Und ja, mit diesen Mittelstreckenwaffen ist es nun noch möglich, die Krim und auch ja, russisches Kernland anzugreifen. Ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Eventuell kommt es dann doch noch zu einer etwas größeren Eskalation. Wir werden sehen. So, bestätigt, Ukraine attackiert Zivilisten in Lugansk mit britischen Marschflugkörpern Storm Shadow. Auch das haben wir ja gerade angesprochen. Und Russland sagt, dass man diese Storm Shadow-Rakete bereits ja, abgeschossen hat. Also auch das wird eventuell nicht die große Wendung bringen können. Ja, was berichtet die Wirtschaftswoche? Britische Reichweite für die ukrainische Offensive, ja, geht erneut auf dieses Thema ein. Zelensky ist ja nach Paris, dann nach London bei Sunak zu Sunak gereist, hat sich umarmt. Ja, hier heißt es, Putin ist in den Seilen. Also es wird erneut darauf eingeschworen, dass die Russen ja nicht mehr lange dazu fähig sind, hier die Offensive noch aufrechtzuerhalten. Briten kann die Großbritannien kann die Ukraine darauf vorbereiten, hier den finalen Schlag zu setzen. Ja, hier Zelensky eventuell immer noch auf der Flucht oder ja, man versucht hier die letzten Reserven sozusagen noch zu mobilisieren. Er war ja schon länger nicht mehr zu Hause, böse zu behaupten, in der Ukraine sei er nicht mehr sicher. Ja, Zelensky im Vereinigten Königreich, wir wollen eine Kampfjet-Koalition bilden. Ja, das wäre natürlich noch ein Anliegen. Die Kampfjets der NATO müssen ebenfalls noch alle in die Ukraine, dass man dann auch dort sagen kann, man hat die NATO endgültig entmilitarisiert.
So, zuvor, also vor London, war Zelensky ja dann in Paris bei Macron. Und Macron sagt, dass die Franzosen hier bereit sind, ukrainische Kampfjet-Piloten auszubilden. Ja, das ist natürlich mal wieder ein Wochenendkurs. Also diese Kampfjet-Piloten werden sofort einsetzbar. Auch hier wird der Öffentlichkeit mal wieder ein Bär aufgebunden. Ich sag mal, ähnlich wie bei der Panzerausbildung in Deutschland, vergisst man, dass es sich hier tatsächlich um eine äußerst spezifische Ausbildung handelt, die Jahre dauert. Aber Jahre scheint man hier tatsächlich nicht mehr zu haben in der Ukraine. Nun gut, wir bleiben in Paris, wo Elon Musk, da ist er wieder, aufgetaucht ist, um mit Macron hier gewisse Projekte zu besprechen. Und ups, das ist ein bisschen vorgezogen. Ja, Elon Musk sagt, er überlegt, signifikante Investments in Frankreich zu starten. So, habt ihr schon gesehen? Elon Musk hat sich so schorsch geäußert. Er erinnert ihn an Magneto. Wenn man sich die Bilder von ja, George Soros anschaut, vielleicht ja ein Bild von Zelensky daneben stellt, dann erinnert ja Soros viele eher an einen engeren Verwandten des ukrainischen Schauspielers. Aber auch das ja, eine Verschwörungstheorie natürlich. So, dann nochmal zurück nach Frankreich. Die französische Polizei hat gesagt, es war ein Fehler, Telegram zu blockieren. Ja, ja, in Brasilien ist ja das bereits passiert. Und ja, in einem neuen Telegram-Video hat die CIA, da ist sie wieder, die Russen dazu aufgerufen, ja, die Wahrheit zu leaken. Ob das tatsächlich die Wahrheit ist, die man als die Wahrheit bezeichnen kann, ist anzuzweifeln. Die CIA ja nicht unbedingt dafür bekannt, sich stets an die Wahrheit zu halten. So, dann nochmal kurz zurück zu Twitter. Man kann vieles ja, erfahren weiterhin über die neue CEO Linda Yaccarino. Mehr und mehr wird befürchtet, dass sie tatsächlich als das agieren wird, als was sie hier benannt wurde, nämlich ein Püppchen der WEF, natürlich nicht meine Worte. Hier heißt es, Elon Musks neue CEO erklärt, wie sie plant, Twitter-User zu erziehen, um die korrekten Nachrichten zu akzeptieren. Ja, sie spielt außerdem auf die Rolle von BlackRock an, in der es darum geht, Firmen zu zwingen, falsches Denken zu eliminieren. Ja, es hat sich herausgestellt, dass Elon Musk Herrschaft nur ein Honigtopf war, der zum Ziel hatte, hier ja, die also ausgesprochene konservative Twitter-Accounts zu boosten, zu fördern und zu identifizieren. Und nun ist Zahltag. Ja, war das Ganze eine Falle für diejenigen, die sich hier ja, schon gefreut haben, dass auf Twitter nun Free Speech herrscht. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirken wird. Interessanterweise wurde dieser Beechmilk-Account hier bereits ja, gesperrt. Das schaut nicht unbedingt versprechend für die Zukunft, vielversprechend für die Zukunft aus, heißt es hier. Auch hier bleiben wir gespannt. Wie gesagt, ich erwarte mir, dass es ja auch hier eine entsprechende Wendung geben wird. Wir dürfen nicht vergessen, all das findet vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Wir werden sehen. So, wir bleiben bei Twitter und ja, Verschwörungstheorien, die hier verbreitet werden. Hier heißt es, das Verteidigungsministerium nannte Zelensky einen nackten Clown, der davon träumt, Präsident zu werden. Hier heißt es also in einem Tweet aus dem Jahr 2018, dieser nackte Clown wird Volodymyr Zelensky genannt. Er träumt davon, der Präsident der Ukraine zu werden. Diese amerikanische Handpuppe, die nichts über ja, Außen- oder Verteidigungspolitik weiß, hat Erfolg in seinem Plan. Also wenn er Erfolg in seinem Plan hat, wird er unsere Nation zerstören mit der Hilfe der NATO. Ja, wählt nicht für dieses Kriterium. Ja, ich übersetze das ganz frei. Ja, das Ganze bestätigt vom Verteidigungsministerium der Ukraine im Jahr 2018.
Das allerdings nur am Rande. Zurück zu Zelensky, der ja davor in Berlin war. Vielen Dank und eine Bitte, Herr Zelensky zu besuchen Berlin. Auch dort wollte er Kampfjets bestellen. Und ja, hat 11 Milliarden Euro Steuergelder zugesagt bekommen. Der Präsident der Ukraine bezeichnet das neue Militärhilfepaket für Kiew als das größte seit Ende Februar 2022. Zelensky sagte, Deutschland habe für dieses und die kommenden Jahre 11 Milliarden Euro reserviert, um der Ukraine zu helfen. Ja, wunderbar, wenn wir mal wieder feststellen, wo denn der tatsächliche Zweck oder der Sinn der deutschen Politik ist. Und ja, auf Deutschland ist Verlass, heißt es hier. Zelensky dankt uns allen in Schönschrift. Wunderbar. Und auch Olaf Scholz hat sich ja entsprechend geäußert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Slava Ukraini, das Ganze allerdings ein Ausspruch, der ja auf gewisse rechte Gruppen in der Ukraine zurückzuführen ist. Genau das verspricht die Sprecherin des russischen Außenamtes, Maria Sakharova, an. Slava Ukraine, also Glory to Ukraine, also ja. Ich will das Wort jetzt nicht benutzen. Ihr könnt es euch denken. Ja, das Ganze ist ein Nazi-Gruß. Wir haben es immer wieder gesagt, während gewisser Briefings und in Social Media Posts, dass ja, dem so ist und dass man sich hier ganz, ganz klar mit gewissen Rechten in der passiert. Tja, und hier darf man sich ja, so peu à peu dann durchaus eine gewisse Antwort aus Moskau erwarten. So, dann hier die nächste Verschwörungstheorie. Die Wahrheit hinter dem Johnson-Vorwurf: Wollte Scholz wirklich, dass die Ukraine verliert? Ja, welches Spiel spielt er hier, der gute Olaf? Dass im Hintergrund durchaus gewisse Kreise ja, durchaus weiter ganz gut miteinander auskommen, zeigt sich immer wieder. Das Ganze erinnert an die amerikanischen Weizenlieferungen an die Russen, an die Sowjetrussen während des Kalten Krieges, aber das ist ein anderes Thema. Und hier heißt es nun, Putin verkauft immer noch ja, Uran an die USA, das Ganze im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Und ja, Putin, Uran, da fällt uns natürlich sofort der Uranium One Deal einer Hillary Clinton ein, die damals amerikanisches Uran an Russland verkaufen ließ. Auch das ist natürlich kein Akt, der als Hochverrat zu bezeichnen wäre. So, und dann haben wir hier noch diese Meldung: Die USA könnten damit beginnen, hier ihre strategische Reserve an Öl wieder aufzubauen. Das Ganze könnte im Juni nun beginnen, aber auch das hier nicht nur eine Meldung. Ja, ganz nebenher. So, dann haben wir noch einen Artikel von Politico. Um Russland in Afrika entgegenzutreten, hatte nun Biden eine neue Strategie ausgerufen. Ja, also hier mehr und mehr der Vorwurf, dass sich die Russen in Afrika engagieren, ähnlich wie die Chinesen. Das ist natürlich etwas, was dem Ami nicht so schmeckt. So, dann nochmal zurück nach Russland, wo uns mehr und mehr glaubhaft gemacht werden soll. Glaubhaft, auch ein schönes Wort. Ja, dass Putin intern unter Druck steht. Ja, Wladimir Putin hat Angst vor seinen eigenen Leuten. Oder hier, ja, ein Artikel zu seiner Beziehung zum Wagner-Chef. Der Wagner-Chef sollte ja, es vermeiden, seinen Tee zu trinken. Ja, mehr und mehr hier ein mediales Thema, dass Putin und der Wagner-Chef mehr und mehr getrennter Meinung sind. Hier wird erneut über den Niedergang von Putin gesprochen, und hier haben wir ihn, Prigozhin. Die Woche, in der Putin die Kontrolle über seinen Hilfskräftechef, den Wagner-Chef, verloren hat. Ich sehe hier ja, mal wieder das gute alte Spiel, die Kunst des Krieges. Wir werden sehen, wie weit das tatsächlich zum Problem für Putin werden kann. Ja, mehr und mehr Gerüchte kommen da auf. Wagner-Chef wollte laut Medienbericht offenbar russische Truppen verraten. Schwere Vorwürfe gegen den Anführer der Söldnergruppe Wagner. Laut Washington Post, natürlich völlig glaubhaft, soll Jewgeni Prigozhin der Ukraine Informationen über russische Einheiten angeboten haben als Tauschgeschäft. Ja, wer es denn glauben möchte. So, dann haben wir hier Lukaschenko nach tagelangen Spekulationen wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht.
Russland und der Iran bauen militärische Kooperation aus. Heißt es hier, Russland schickt offenbar weitere Truppen nach Bachmut. Selenskyj trifft den britischen Premier Sunak. Das Ganze im Live-Ticker. Südafrika baut ebenfalls die militärische Kooperation mit Russland auf, hat nun eine Delegation nach Moskau geschickt und hier haben wir es erneut USA. Die USA sagen, dass die Iran und Russland hier ihre militärische Kooperation ausbauen. Ja, die multipolare Welt. So, dann haben wir bereits vorher angesprochen, dass es erneute russische Angriffe in Kiew gegeben hat. Das Ganze in ungewöhnlicher Intensität. Ja, vielleicht möchte man nun endgültig wohl den Deckel drauf tun. Und zurück zu Lukaschenko. Weißrussland ist in Alarmbereitschaft, nachdem hier ein Flugzeug über Russland eben abgeschossen wurde. Und ja, wie gesagt, die Eskalation schreitet voran. Russland sagt, dass man NATO-Jets über der Ostsee abgefangen hat. Ja, es scheint, dass tatsächlich nur noch ein Fünkchen fehlt, um hier den großen Konflikt endgültig zu eskalieren oder zum Eskalieren zu bringen. Was haben wir hier noch? Angriffskrieg gegen die Ukraine. Oberster Richter wegen Korruption in Millionenhöhe gefasst. Der nächste innerhalb der ukrainischen Führung, der abgesägt wird. Da hatten wir eine Phase zu Beginn des Jahres, wo wirklich viele, viele, ja, ins Exil mussten, verhaftet wurden und ihres Amtes enthoben wurden. Und da der oberste Richter in einer weiteren oder einer langen Reihe an Menschen, die da aus ihren Ämtern entfernt wurden. Tja, dann haben wir noch die Militärübung Air Defender 23. Bei der multinationalen Übung Air Defender 23 trainieren 25 Nationen über Europa gemeinsame Luftoperationen. Ja, die guten alten Übungen. Ja gut. Dann blicken wir noch auf die Beziehungen der Russen in die Türkei. Der Kreml sagt, dass man ja, die Beziehungen mit der Türkei weiterhin führen wird. Egal, wer jetzt bei der Stichwahl, die stattfinden wird, drankommen wird. Auch Biden freut sich darauf, hier mit wem auch immer zusammenzuarbeiten, der die oder mit demjenigen zusammenzuarbeiten, der die türkische Wahl gewinnt. Es gab ja gewisse Gerüchte, dass Biden da ja persönlich angeordnet hat, Erdogan zu stürzen. Und ja, hier dann ganz offiziell Stichwahl am 28. Mai fix. Erdogan in Deutschland deutlich vorne. Ja, wir haben es in den USA gesehen, wir haben es in Brasilien gesehen, wir haben es in Frankreich gesehen, wir haben es eventuell in Deutschland gesehen und nun sehen wir es in der Türkei. Es wird, böse Zungen behaupten natürlich, manipuliert, um das zu erreichen, was man möchte. Erdogan war fast 60% vorne in den ersten Auszählungen. Es ist dann um 10% geschrumpft, wie gesagt, laut Normalverteilung eigentlich unmöglich, aber wir kennen das ja aus den letzten Jahren. Und nun wurde er tatsächlich in eine Stichwahl gedrängt. In 2 Wochen, wir sind gespannt, wie weit sich das ja, auswirken darf. Die Welt muss es sehen. Nun gut, was haben wir hier? Ach ja, gewisse Manipulationsversuche. Auch hier geht es voran in den USA. Das Thema des Wahlbetrugs reißt nicht ab. Und hier ist es ja Tucker Carlson, der hier aussagt, oder sie haben die Wahl von allen manipuliert und niemand hat etwas dagegen unternommen. 16.000 Stunden Überwachungsvideo. Abstimmungszentrum Detroit Hellman. In 3 Stunden und 15 Minuten nach Schließung der Wahllokale in Michigan haben Mules, also Maultiere, Tausende von Bidens Stimmzetteln hier in einen Minivan geladen und das Ganze mit einem Kennzeichen in aus Minneapolis. So, und wo wir gerade im Thema sind, Putin hat nun Hacker engagiert, um das russische Wahlsystem zu testen. Ja, wir wissen es alle. So, was haben wir hier? Wir bleiben bei den Wahlen. Rekordergebnis für Bürger in Wut bei der Bremenwahl. Sind die nur wütend oder können die auch Politik? Ja, wir sind gespannt, ob die Bürger in Wut sich zu einer ja, deutschlandweiten Bewegung hochschwingen können. Dass gerade das linksgrüne Bremen da einen Anfang macht, ist durchaus bemerkenswert. Und ja, bleiben wir doch im Thema der Wut sozusagen. Schon mehr als 300 Angriffe auf Segelschiffe im Atlantik hat Corona die Orcas so aggressiv gemacht. Ja, ich würde eigentlich auf ja, den Klimawandel tippen, aber Corona ist natürlich auch immer wieder eine schöne Begründung.
Ja, bleiben wir bei Corona. Paukenschlag. Die FDA bestätigt, dass die Covid-Spritzen Graphenoxid enthalten. Auch das natürlich eine Verschwörungstheorie. Potenziell betrügerische Aktivitäten haben wir auch schon angedeutet. Texas ermittelt gegen Corona-Impfhersteller. Ja, und Karl Lauterbach ist beim G7-Gipfel. Er hat die nächste Pandemie schon im Blick. Ja, da freuen wir uns natürlich alle dralle wirklich drauf. So, zurück in Deutschland, wie das Umweltbundesamt gegen Kamine und Holzöfen vorgehen will. Auch hier wird es mehr und mehr klar gemacht, was hier tatsächlich geplant ist. Das Kartellamt knüpft sich Gasversorger vor. Es gibt einen Abzockverdacht. Nein, unmöglich natürlich im besten Deutschland aller Zeiten. Und hier, ja, der Sommer kommt, 30 Grad in Sicht. Warmluftblase schiebt sich über Deutschland und ja, dann heißt es gleich wieder, oh Gott, wir werden alle sterben. Interessanterweise ist nun herausgekommen, dass ein Drittel der wissenschaftlichen Papiere betrügerisch sind. Hat natürlich ebenfalls nichts mit der Forschung am Klimawandel und anderen zu tun. Hier bleiben wir bei der Forschung eine Drohung für die Privatsphäre. Wissenschaftler ja, schlagen Alarm wegen einem neuen DNA-Tool, das nun fähig sein soll, Spuren von DNA überall festzustellen und somit ja, Menschen tracken zu können mit ihrer ja, und mit den Spuren der DNA, die sie absondern. So, ja, damit blicken wir noch ein bisschen auf die letzte Generation. Sie legt den Berliner Verkehr an 17 Orten lahm. Sprechen Hinweis droht Haft. Ja, sie reizt es tatsächlich aus. Letzte Generation, ja, bemerkenswert. Gericht bestätigt Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung. Und so geht's dahin. Ja, dann haben wir verschärfte Zugangsregeln für den Bundestag, die nun in Kraft getreten sind. Auch das wird einen Grund haben. Pannenstart bei Baerbock-Reise. Darum kann die Außenministerin erst später fliegen. Auch das nicht das erste Mal. Und hier ist noch zu Baerbock. Baerbock für engere Wirtschaftsbeziehungen mit Saudi-Arabien. Ob das auf Gegenseitigkeit trifft, werden wir sehen. So, dann haben wir noch einen US-Bürger, der in Hongkong zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er soll wohl ja, spioniert haben. Und ja, noch ein Wort zu George Soros. Da gab es gestern auch Aufregung. Der Geschäftsmann George Soros hat ja, Berichte über seinen Tod verneint, sagt, er ist gesund und am Leben. Und wo wir gerade bei George Soros sind, Vice Media hat nun endgültig den Bankrott erklärt. Und hier der Tweet von George Soros. Ja, Gerüchte, dass ich eine Herzattacke hatte, sind komplett falsch. Ich bin am Leben und gesund. Gott sei Dank. Wir brauchen die Philanthropen. Wir wissen. So, und dann blicken wir vom 90-jährigen George Soros auf den 92-jährigen auf ja, einen noch etwas älteren Herrn. Nach 120 Jahren kommt der Kaiser zurück, heißt es hier, aus der Rheinpfalz. Auch das ist natürlich ein Thema, das viele, viele in Bewegung hält in diesen Tagen. So, und dann haben wir zum Schluss noch drei Meldungen. Wir blicken nach Bayern, wo die CSU bayerische Drogenregion verhindern will. Es geht hier um den Cannabis-Streit und wo wir gerade ja, beim Anbauen sind, das wird auch bei anderen Pflanzen nicht mehr so ganz leicht werden. EU-Verbotspolitik, das Aus für Kartoffeln und Spargel aus Deutschland. Hier geht es allerdings um den Pflanzenschutz und ja, da sollte man sowieso wohl ein bisschen die Finger davon lassen, wenn hier gewisse Mittelchen eingesetzt werden. Ja, und zu guter Letzt möchte ich meine heutige Sondersendung beenden mit einem Blick in die Zukunft. Killerroboter, Aliens und Asteroide oder Asteroide werden als die wahrscheinlichsten Gründe für die Apokalypse aufgezählt. Die Apokalypse, die Offenlegung meines Erachtens, findet das in diesen Tagen bereits auf einer medialen Ebene statt. Und ja, ein bisschen Geduld ist wohl noch angebracht. Die Story, die Geschichte, das Theaterstück, das wir erleben, ist nicht nur für diejenigen, die bereits wissen, was hier passiert ist, sondern ist für diejenigen, ja, die die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre weiter geschlafen haben und ja, die sich nun wohl ja, vor einer Phase befinden, die ja, gewisse Dinge auch dem Mainstream-Publikum ganz klar auf den Tisch legen werden. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen, was der heutige Dienstag noch so alles bringt. In diesem Sinne, macht es gut, seid lieb zu euren Nachbarn, alles, alles Liebe, der Sunny ist draußen. Musik